Hallo ihr Lieben, ich bin gerade von meinen Eltern gekommen und habe gedacht, okay, es ist noch recht früh, wir haben kurz vor sechs, weil ich bin heute, bin auf die Idee gekommen, weil man mich heute in meiner Kochgruppe auf Facebook gefragt hat, ob ich in der neuen kleinen Minikuchenform auch schon Brötchen gemacht hätte. Habe ich natürlich noch nicht, weil ich habe euch ja den ersten Kuchen verfilmt. Und dann habe ich mich gerade hingesetzt und habe überlegt, okay, was könnte wie zusammenpassen und kreiere jetzt noch mal eben schnell einen Brötchenteig, den ich über Nacht abgedeckt mit dem Keep and Carry Deckel im Kühlschrank lasse, so dass ich morgen früh nur die Brötchen im Backofen schieben muss und die schön über Nacht mit ganz wenig Hefe gehen können. Ob ich da eventuell noch Flüssigkeit zugeben muss, müssen wir gleich mal gucken. Also bis jetzt habe ich mir hingestellt, ich zeige euch mal, was hier steht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich immer weiß, was ich nachher noch abschreiben muss für euch. Und zwar habe ich hier jetzt 80 ml Wasser, 100 ml fettreduzierte Milch, dann habe ich hier 2 Gramm frische Hefe und 1 Teelöffel Braunzucker. Das erwärme ich jetzt in der Küchenmaschine und dann kommt der Rest dazu. Den Rest habe ich jetzt mir aufgeschrieben. Und zwar habe ich hier 220 Gramm Mehl, Weizenmehl Typ 550. Und da drauf seht ihr, das Dunkle ist ein halber Teelöffel Trockensauerteigpulver. Hier habe ich 1 Teelöffel Salz. Da wir Körner mögen, habe ich hier eine Körnermischung. Und zwar jeweils 10 Gramm Kürbiskerne, Sesam und Sonnenblumenkerne. Die könnt ihr natürlich weglassen, wenn ihr nicht gerne Kerne esst. Und hier habe ich noch 100 Gramm Roggenmehl 1150er. So, als erstes werde ich jetzt die Milch mit dem Wasser in der Küchenmaschine erwärmen. So. Und dann schauen wir mal gleich, wenn ich das Mehl dazu gegeben habe, ob ich noch Flüssigkeit zugeben muss oder ob das reicht. Das erwärme ich jetzt auf 37 Grad für 2 Minuten. Und wenn die 2 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. So ihr Lieben, die 2 Minuten sind jetzt um. Jetzt verrühre ich nochmal sicherheitshalber mit dem Schneebesen, dass der Zucker und die Hefe sich aufgelöst haben. Und dann geben wir den Rest dazu. Das Mehl. Das Salz und die Körner. Wie gesagt, wenn ihr keine Körner mögt, einfach weglassen. So, den Teig werde ich jetzt 5 Minuten kneten. So, ich gucke zwischendurch mal rein, ob ich vielleicht noch Flüssigkeit zugeben muss. Das würde ich euch dann gleich sagen und dann hole ich euch in 5 Minuten wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, ich habe nochmal 10 ml Wasser dazugegeben und daraus entstanden ist dieser Teig jetzt. Dadurch, dass da natürlich auch Roggen und Körner drin ist, ist der fester. Den nehme ich jetzt raus und jetzt teile ich, ach so, ihr seht gar nichts. Jetzt teile ich daraus mir 8 Teiglinge, die ich dann schleife und forme und dann kommen die ungefettet in die kleine Kuchenform. Können wir morgen früh ausschlafen, mein Mann braucht nicht zum Bäcker und ihr habt ein neues Rezept, wenn es denn funktioniert, wovon ich ja ausgehe. Eins, jetzt muss ich mal schätzen, da bin ich nicht so gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, jetzt teilt ihr so ungefähr 8 gleiche Stücke ab. Geht frei Schnute, abwiegen braucht er nicht, das seht ihr, wenn einer größer ist. Packt da einfach ein bisschen dazu. Da habe ich jetzt 3, 7, das ist schon wieder zu viel. 8, machen wir davon noch. Machen wir noch dazu den kleineren Stücken. So. Auf der Teigunterlage wisst ihr bitte nicht mit dem normalen Messer schneiden, sondern wenn dann mit dem Nylonmesser. Ist jetzt nicht nur für Teige gut, kann man auch mit Käse und Kuchen und so schneiden. So. Da ich ja jetzt längliche Formen brauche, werde ich das erstmal so ein bisschen drehen.
dann wieder so ein bisschen länglicher machen. So. So lege ich die jetzt da rein und mache jetzt 8 Stück. Und wenn ich die fertig habe, hole ich euch wieder dazu. So. Die 8 Rohlinge sind fertig. Ich werde die jetzt noch von oben mit dem Streufix ein bisschen bemehlen und einmal einritzen. Und dann kommt da, wie gesagt, der Keep and Carry Deckel drauf. Und dann können die bis morgen früh schlafen. Dann backe ich die ab und wenn die fertig sind, hole ich euch natürlich wieder dazu. Ich mache auch morgen früh ein Foto, was ich dann mit dazu stelle, wie die aufgegangen sind. Also ihr könnt wirklich, wenn ihr über Nacht Teige, egal ob Brot oder Brötchen gehen lasst, da braucht ihr wirklich so gut wie keine Hefe. Also in dem Falle reichen wirklich 2-3 Gramm. So, jetzt ritze ich die einmal mit dem scharfen Messerchen. Bitte nicht an das Metall kommen. Also wirklich nur den Teigling einritzen. Dann machen wir da hoffentlich leckere Brötchen draus. Schaut mal. So sehen die jetzt aus. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Dann habt ihr morgen früh und ich auch keinen Stress. Dann habt ihr frisch gebackene Brötchen. Und die braucht ihr dann nur in den Backofen schieben und genießen. Ja, wie gesagt, morgen früh. Ich habe jetzt Feierabend, ziehe mich jetzt um und springe jetzt in meinen Strampler und ab vor den Fernseher, Beine hoch. Und wenn die was geworden sind, was ich hoffe, seht ihr natürlich auch morgen das Ende. Bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir haben Sonntagmorgen 9:30 in Deutschland. Ich bin schon startklar. Ich fahre nämlich gleich zur Frauenmesse nach Kalkar. Aber erst muss natürlich noch gefrühstückt werden. So, ich habe jetzt über Nacht die Brötchen, so sehen die jetzt aus, wie die aufgegangen sind, im Backofen mit dem Keep und Carry Deckel gehen lassen. Und ich heize gerade den Backofen vor auf 220 Grad. Ober-Unterhitze. Ich hatte erst überlegt Umluft, aber ich mache Ober-Unterhitze. Die werde ich jetzt abbacken. Wie lange, sage ich gleich, wenn die fertig sind. Und dann schauen wir mal, ob die Brötchen was werden. Bis gleich. So, ihr Lieben, die Brötchen sind fertig. Ich zeige sie euch mal. Ich hatte die jetzt 26 Minuten im Backofen. Ich hoffe, die sind von innen auch gut durchgebacken. So wunderschön sehen die jetzt aus. Jetzt hole ich doch mal eins raus und dann werde ich es mal anschneiden. Und dann schauen wir mal, ob das denn auch so gut schmeckt, dass ich euch das empfehlen kann. So, schneide es mal durch. Zack, Messer so scharf, ein Stück von meinem Handschuh abgeschnitten. Naja, Schlimmeres. Heiß. Heiß, heiß, heiß. Sieht aber lecker aus. Schaut mal. Huhuhuhu. Ach, ich muss auch einen Handschuh legen. So schön. Ja, das Licht ist immer. Also. So sieht es wunderbar von innen gebacken aus. Jetzt werde ich den Geschmackstest machen. Warum das immer so heiß ist. Ich hatte euch ja gestern Abend schon gesagt, das ist ja jetzt festerer Teig, ne? Weil ich habe ja auch Roggen und alles dabei. Also von daher ist er natürlich nicht so fluffig, als wenn ihr nur Weizenbrötchen backt. Aber dafür sättigt es richtig gut. Riechen tut es auch gut. Und schmecken tun sie auch gut. Sehr lecker, schön herzhaft, so wie wir es mögen. Ja, also ich bin zufrieden und begeistert. Hier seht ihr es nochmal. Da seht ihr auch die Kürbiskerne da. Ja, wir frühstücken jetzt schön, dann düse ich los. Ich habe, wie gesagt, gerade ein zweites Filmchen noch angefangen. Ich habe nochmal ein neues Brotrezept kreiert. Das wird heute Mittag abgebacken. Wir frühstücken jetzt, lassen uns gut gehen. Backt die Brötchen mal nach.
Einfach unter meinem Film die Infobox öffnen, da findet ihr alle Links zu meinen Kochgruppen. Ich werde auch jetzt zum Beispiel immer wieder gefragt, Judith, wo kriegt man denn den Schmuck, den du anhast? Ja, viele wissen es schon, ich bin ja Regionalleiterin für die Firma De Costa, also die machen ja Schmuckhandtaschen und Uhren. Und damit ihr immer so einen kleinen Einblick habt, Alexa, Timer aus. Seht ihr, ich muss mal eben meine Eier abschrecken oder beiseite stellen. Immer einen kleinen Einblick habt, was wir so haben, trage ich natürlich die Sachen auch. Auch den Link werde ich euch jetzt mal einstellen. Dann könnt ihr einfach mal schauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt er mich einfach an. Ich sage mal bis zum nächsten Film. Eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.